12 Entwicklung der Schulbibliotheken fortsetzen. Hier ist Einreicher Fraktion Die Linke. Und bitte schön, Frau Abel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, Stadträtinnen und Stadträte, Zuhörende. Ja, seit 3 Stadtratssitzungen versuche ich, diesen Antrag ohne Debatte hier irgendwie durchzubekommen, weil Schulbibliotheken, das ist tatsächlich eine dringende Herzensangelegenheit von mir. Wir haben 2018 hier ganz einmütig also ein Schulbibliotheksprogramm auf den Weg gebracht, das sagte, jedes Jahr sollen 10 weitere Schulbibliotheken entwickelt werden. Es gab einige Schulen, die das schon gemacht hatten, die schon eine Schulbibliothek haben, wo Bedingungen existierten, die das ermöglichten, aber die Regel ist es eben nicht. Diese hatten wir uns zum Beispiel genommen und nun sollten auch viele andere Schulen eine solche Bibliothek erhalten. Besonders lag uns am Herzen, dass es Schulen sind, die weiter weg von den Bibliotheken, von den Stadtteilbibliotheken sind oder die eine besondere Herausforderung haben. Und man muss sagen, nachdem wir den Beschluss gefasst haben, hat die Bibliothek der Stadt Dresden das auch wirklich versucht, in vorbildlichster Form umzusetzen. Im August 2023 wusste ich, dass wir im September uns im Bildungsbeirat mit dem Thema Bibliotheken allgemein auseinandersetzen wollten. Und deswegen hatte ich eine Anfrage gestellt zu den Schulbibliotheken. Und da war ich etwas erstaunt, dass seit dem Haushalt 2020/21 das Programm Schulbibliotheken unterbrochen wurde. Also keine weitere Schulbibliothek zu den bis dahin 39 bestehenden ist dazugekommen. Der Grund wird in der Anfrage so beantwortet, wird gesagt, Grund ist, dass gemäß des Stadtratsbeschlusses hätte eine zusätzliche Personalstelle für den Doppelhaushalt 21/22 besetzt werden sollen, doch infolge der nicht erfolgten Einordnung und Realisierung im Stellenplan der Landeshauptstadt Dresden konnte keine quantitative Aufstockung mit neuen Schulbibliotheken erfolgen. Und das, obwohl 30 weitere Schulen den Antrag gestellt haben und den Wunsch haben, dass auch sie eine Schulbibliothek bekommen. Warum ist das so wichtig? Der Bildungsbeirat hat sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt und hat Ihnen im November 2023 allen Stadträtinnen, eine Empfehlung zugesandt. Da steht drin, Schulbibliotheken sind zentrale Lernorte, die für den Schulunterricht und für die unterrichtsfreie Zeit attraktiv sind. Sie sind wichtiger Unterrichtsraum und ein Ort für Freistunden, die Erledigung von Hausaufgaben, für Ganztagsangebote und ein sicherer Rückzugsort. Die Schulbibliothek ist dabei ein außerordentlich wichtiger Ort der Leseförderung sowie der Aneignung von Recherche, Medien und Wissenskompetenz. Die Schulen betreiben das in sehr unterschiedlicher Art und Weise, setzen sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Auch die Anschaffung der jeweiligen Medien ist sehr differenziert, weil es vom Profil der Schule und von dem Konzept der Schule abhängt. Wir wollen in diesem Antrag nochmal ganz klar das Bekenntnis. Und wir wollen, dass der Beschluss von damals, 2018, am 28. Juni gefasst, weitergeführt wird und dass das Schulbibliothekenprogramm weitergeht. Das wäre sozusagen dieser Antrag. Mehr ist es nicht, doch es ist sozusagen ein kleiner Beitrag zu einer sehr schweren Aufgabe, vor der Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag stehen, eine große Herausforderung an den Grundschulen mit einem unglaublich diversen Zahl von Kindern. Also die haben eigentlich all das aufzufangen, was in unserer Gesellschaft schiefgeht. Und wenn man den Kita-Berichten glaubt, sind die Herausforderungen sehr viel schwieriger geworden. Lassen Sie uns die Schulen darin unterstützen. Und während alle hier sich so dankbar verabschieden,
möchte ich Ihnen einfach sagen, was ich vorhab. Ich hoffe, ich finde eine Schule, die mich als ehrenamtliche Helferin für die Schulbibliothek nimmt. Das wollte ich schon immer machen. Ich lese unglaublich gern vor und Bücher sind meine Leidenschaft und dafür werde ich dann bald Zeit haben. Danke. So, die angemeldeten Rückmeldungen sind übersichtlich. Ich beginne mal mit der festen Anmeldung. Herr Breuer. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Wir beschäftigen uns hier mit einem Thema, an dessen Wichtigkeit offenbar keinerlei Zweifel besteht. Über die Notwendigkeit der Einrichtung und Ausstattung von Schulbibliotheken gibt es in diesem Haus sicher keine zwei Meinungen. Ebenso ist richtig, dass der entsprechende Stadtratsbeschluss in den letzten Jahren nicht umgesetzt wurde. Das ist zu kritisieren. Allerdings gilt es hierbei, zunächst nach den Ursachen für diese Verzögerung zu fragen, bevor man entsprechende Maßnahmen ergreift. Sollten die Ursachen in einer schuldhaften Untätigkeit seitens der Verwaltung liegen, dann wäre ein derartiger Beschluss sinnvoll. Gibt es allerdings objektive Gründe, dann sollte man besser diese angehen. Ich habe also in der ersten Lesung im Bildungsausschuss nach den Gründen für die Verzögerung gefragt. Leider gab es diese Antworten, auch in der abschließenden zweiten Lesung noch nicht. Erst zwei Tage später erreichte uns dann eine entsprechende Stellungnahme aus dem Geschäftsbereich 4. Danach stellt sich die Situation wie folgt dar. Zunächst ging die Schaffung neuer Schulbibliotheken zügig voran, bis die Folgen der Corona-Maßnahmen dieser positiven Entwicklung ein Ende setzten. Danach hätte es zügig weitergehen können, was jedoch nicht geschah. Zu den Gründen zitiere ich aus dem Bericht von Frau Klepsch. Zitat, gemäß dem Stadtratsbeschluss hätte je eine Personalstelle für die Doppelhaushalte 21-22 und 23-24 besetzt werden sollen. Da es leider nicht zur Finanzierung kam, konnte keine quantitative Aufstockung mit neuen Schulbibliotheken erfolgen. Da auch 2024 kein zusätzliches Personal geplant ist, kann weiterhin nur mit 41 Bestandsschulen zusammengearbeitet werden. Herr des Haushaltes ist allerdings nicht der Geschäftsbereich 4, sondern der Stadtrat. Genauer gesagt die sogenannten haushaltstragenden Fraktionen. Sie tragen somit die Verantwortung für die derzeitige Situation. Die Lösung besteht dann logischerweise auch nicht in diesem Antrag, sondern darin, entsprechende Mittel im Haushalt einzustellen. Eine Möglichkeit zur Korrektur hätte sich beispielsweise ergeben, wenn man im Februar unserem Antrag auf Erstellung eines Nachtragshaushaltes zugestimmt hätte. Stattdessen beauftragen Sie die Verwaltung, etwas umzusetzen, ohne die entsprechenden Mittel im Haushalt bereitzustellen. Das ist unlauter und kann damit auf keinen Fall unsere Zustimmung finden. Wenn Sie im nächsten Doppelhaushalt die benötigten Mittel einstellen, dann wird der Geschäftsbereich 4 dies auch umsetzen. Dazu bedarf es dieses Antrages ebenfalls nicht. Wir werden ihn deshalb ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 45 Ja-Stimmen, 10 Nein, eine Enthaltung, damit so angenommen. Das führt uns zum nächsten vorgezogenen Punkt, Nummer 35.